Jetzt habe ich gleich einen zweiten Steinschlag von schon wieder vor 2 Wochen und jetzt hier wieder fast an der gleichen Stelle von der Autobahn von einem LKW. Und ich glaube mal, das liegt daran, weil also man sieht es hier vorne und da sieht man es wahrscheinlich, weil in bei Karlsruhe eine Baustelle ist, dann fahren die LKWs und die haut hinter den Stein raus. Und wenn man Scheibe ersetzen lassen will, dann muss man immer, der Steinschlag muss im Sichtbereich sein. Also wie ein Wunderwerk schlägt das so ein Stein rein. Kann man froh sein, dass die Scheibe nicht rausgeflogen ist. Gestern habe ich ja den Steinschlag an der Autoscheibe bekommen, auf der Autobahn bei Karlsruhe. Schon wieder zum zweiten Mal. Und deswegen sage ich euch, wie geht es dann dort weiter. Man muss Folgendes machen. Wenn der Steinschlag im Sichtbereich ist von der Scheibe, also dort, wo der Fahrer ist, also im Lenkradbereich und so weiter, dann muss die Scheibe ersetzt werden. Ist zufällig, weil es jetzt zweimal so. Oder wenn der Riss, der Steinschlag größer ist, größer ist als, sagen wir mal, 2 Euro Stück oder so, oder 1 Euro Stück, dann muss er auch ersetzt werden. Dann muss man hingehen, Versicherung anrufen, also Versicherungspolice aus dem Ordner rauskruscheln, anrufen, die nehmen dann den Schaden auf und die sagen dir dann, ob die Scheibe komplett ersetzt wird oder teilweise geklebt wird. Und dort wird dann, zumindest bei mir, bei der WGV, gehen die hin und sagen dir dann auch gleich eine Werkstatt. Bei uns ist das in Kirchheim und die vermitteln einen dann komplett dorthin. Dann Hörer auflegen, dann kommt kurz danach der Anruf von der Werkstatt. Die macht dann einen Termin aus, wie gesagt, bei mir in Kirchheim. Und die wissen dann auch schon die Fahrzeugdaten, weil die Scheiben sind heutzutage ja nicht mehr so Standard einfach, sondern die wissen gleich, welches Fahrzeug, genaues Fahrzeug man hat, inklusive dem Guckloch, wo oben der Sensor mit rausgeht. Da habe ich dann einen Termin bekommen und die wird dann komplett ersetzt. Scheibenersatz kostet dann bei mir jetzt diese 150 Euro Eigenbeteiligung. Habe ich nächste Woche einen Termin. Wie gesagt, die Scheibe hat es jetzt gleich zum zweiten Mal kaputt geschlagen. Kriegt man dann, muss man 150 Euro Eigenbeteiligung machen und zahlt dann den Teil. Und ansonsten wird natürlich nur geklebt. Und dann ist, glaube ich, weiß nicht, ob dann die Eigenbeteiligung wahrscheinlich greift, die dann natürlich auch. Von daher, nach einem Steinschlag geht man hin, Versicherung anrufe, die gebe deinem Kontaktdaten, also nicht gleich zur Werkstatt rennen. Und dann wird das ganze Ding ersetzt.